Die Schulferien sind bald rum. Da stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Welche neuen Regelungen es jetzt geben soll, das erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Und dann habe ich noch eine Fledermaus-Invasion in Augsburg für euch. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Ich bin Manuel André und wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Nach einer Party im Kreis Augsburg hat ein Mann eine junge Frau im Schlaf vergewaltigt. Jetzt wurde der Mann verurteilt. Laut Anklage soll der junge Mann bei einer Geburtstagsfeier im Mai vergangenen Jahres die heute 25-Jährige kennengelernt haben. Auf der Party hatten sich die zwei dann in ein Gästezimmer zurückgezogen. Dort soll der junge Mann die Frau zunächst gegen ihren Willen begrapscht haben. Als die Frau eingeschlafen war, soll der 24-Jährige die Frau gegen ihren Willen penetriert haben. Erst nach dem Geschlechtsverkehr sei die 25-Jährige wieder aufgewacht, heißt es in der Anklage. Anders hat das zunächst der Angeklagte geschildert. Der junge Mann berichtete vor Gericht zunächst von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Vor Gericht schlug die Anwältin der Betroffenen vor, hinter verschlossenen Türen eine Einigung zu finden, vor allem um der Frau eine Aussage zu ersparen. Bei sogenannten Deals wird versucht, eine Einigung zu finden, um das Verfahren nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Nach dem klärenden Gespräch gestand der junge Mann die Tat vollumfänglich. Sein Verteidiger erklärte anschließend, dass sein Mandant die Tat bereue und sich dafür entschuldigen möchte. Die Richterin verurteilte den 24-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Außerdem muss er 64 Sozialstunden ableisten, die Kosten des Verfahrens tragen und der betroffenen Frau 5.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Gegen dieses Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Eine sogenannte Fledermaus-Invasion hat zu Feuerwehreinsätzen in Augsburg geführt. Mehrere Fledermäuse sind nachts in zwei Wohnungen in Augsburg eingedrungen und haben sich dort an die Wände und Decken gehängt. Die kleinen Säugetiere waren durch offene Fenster in die Wohnung gelangt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Eine Mutter mit kleinem Kind hatte dann in der Nacht zum Montag verängstigt den Notruf gewählt. Die Feuerwehr fing bei insgesamt 2 Einsätzen in der Nacht auf Samstag und Montag insgesamt 13 Eindringlinge mit einem Kescher und Leintuch ein und setzte die Tiere im Freien wieder aus. Manche Fledermäuse flatterten auch von selbst wieder aus dem Fenster hinaus. Die Feuerwehr warnt davor, Fledermäuse anzufassen, da diese Tollwut übertragen können. Auf was man sonst noch so achten soll, hat mein Kollege Jörg Heinzle für euch zusammengefasst. Den Artikel findet ihr in den Shownotes. Und ein Junge ist mit dem Kopf in einem Brückengeländer festgesteckt. Ja, einen ungewöhnlichen Einsatz gab es für die Augsburger Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten am Freitagabend einen etwa 2,5 Jahre alten Jungen helfen, der mit seinem Kopf zwischen Streben eines Brückengeländers feststeckte. Der Junge hatte in der Oskar-von-Miller-Straße seinen Kopf durch das Geländer einer Brücke geschoben, weil er auf die B17 gucken wollte. Zurück kam er dann aber nicht mehr. Er konnte seinen Kopf nicht mehr aus den massiven Eisengeländerstängen befreien. Auch alle Bemühungen der Eltern sind gescheitert. Dann wurde die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehrleute bogen dann mit einem Spezialgerät, einem Rettungsspreizer, die Eisenstangen auseinander und befreiten so den Jungen. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte, weil alles in Ordnung war, dann wieder zurück zu seinen Eltern. Am Geländer entstand ebenfalls kein Schaden. Es wurde von den Einsatzkräften wieder in die normale Position zurückgebogen. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Heute bleibt es wieder sonnig und warm bei Temperaturen von bis zu 23 Grad. Vereinzelt sind ein paar Wolken am Himmel zu sehen, doch es bleibt trocken und sommerlich in Augsburg. Auch die nächsten Tage soll es dann so schön bleiben, also genießt die Sonnentage. Und wir bleiben nochmal beim Wetter oder beim sommerlichen Wetter, denn die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu. Und das heißt für die Kinder zurück in die Schule oder die Kita. Aber ich muss zugeben, so ganz den Überblick mit Präsenzunterricht, Quarantäneregeln und Testpflicht habe ich nicht. Zum Glück gibt es dafür Michael Stifter, den Leiter unserer Politikredaktion, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Michael. Servus Manuel. Das große Ziel ist ja, so viel Präsenzunterricht wie nur irgendwie möglich. Wie will die Politik denn das ermöglichen?
Ja, in dem Ziel sind sich, glaube ich, tatsächlich alle einig. Man hört es aus allen Parteien, man hört es auch sowohl auf der bayerischen Landespolitik als auch in Berlin, dass man nicht wieder wie im letzten Winter die Schülerinnen und Schüler Monate, wochenlang zu Hause unterrichten will. Homeschooling war eine Lösung, die im letzten Winter improvisiert wurde, die aber schon sehr, sehr viele Nachteile hatte. Nicht nur, was den Lernerfolg angeht, sondern natürlich auch, was die Belastung der Kinder und auch deren Eltern und Familien anging. Deswegen ist es so, dass sich alle einig sind, wir wollen so viel Präsenzunterricht wie irgendwie möglich. Allerdings sind sich auch alle einig darin, dass das ganz schön schwierig werden könnte, denn die Inzidenzen steigen. Wir sehen hohe Infektionszahlen jetzt auch in Bayern wieder. Und wenn natürlich wieder viele aus dem Urlaub zurück sind und in Schulen und Kitas zusammen sind, dann werden die Zahlen natürlich erst recht steigen, weil natürlich die Kinder und Jugendlichen zu sehr, sehr großen Anteilen nicht geimpft sind. Okay, sagen wir jetzt mal, es gibt einen Corona-Fall in der Schule. Was sind denn da jetzt die neuen Quarantäneregeln? Da ist jetzt der Plan, dass diese Quarantänefälle, die im letzten Jahr sehr, sehr häufig natürlich waren, wo ganze Klassen nach Hause geschickt wurden, wenn ein Kind infiziert war, dass die deutlich reduziert werden sollen. Sowohl was die Intensität angeht, als auch was die Dauer angeht. Das bedeutet, dass die Kinder, die infiziert sind, natürlich zu Hause bleiben müssen und künftig sollen nur noch die anderen Schülerinnen und Schüler, mit denen sie sehr engen Kontakt hatten, also zum Beispiel die Sitznachbarn im Klassenzimmer, dann in Quarantäne müssen. Und im letzten Jahr hat die Quarantäne meist bis zu 14 Tage gedauert. Auch das soll deutlich reduziert werden. Es sollen künftig nur noch 5 Tage sein. Und ein Schüler oder eine Schülerin, die nach 5 Tagen einen negativen PCR-Test vorweisen kann, soll dann auch wieder am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen können. So, im Alltag bei uns ist ja die 3G-Regel so ziemlich angekommen. Wie sieht's denn da an Schulen aus? Ist das da auch ein Thema? Es ist ein Thema an Schulen und Kitas. Ich habe erst vor wenigen Tagen auch über die Situation in den Kindergärten und Kitas geschrieben. Dort gibt es in Bayern bislang keine 3G-Regel, was schon ein bisschen auch eine Sicherheitslücke natürlich ist. Und deswegen wird auch darüber diskutiert, ob das vielleicht doch auch verpflichtend eingeführt werden soll. Es gibt ja keine Impfpflicht für das Personal jetzt zum Beispiel an den Kitas. Aber man wird schon drüber nachdenken müssen, ob man zumindest dann ungeimpfte Personen verpflichten kann, sich regelmäßig testen zu lassen. Eine weitere Stütze können ja zum Beispiel auch Luftfilter in den Schulräumen sein, Kita-Räumen sein. In Augsburg ist es jetzt so, dass die gerade erst bestellt wurden. Es ist fraglich, ob die überhaupt ankommen bis zum ersten Schultag wieder. Warum läuft das immer alles so schleppend jetzt mit den Schulen oder im Bildungssystem generell? Es gab keinen Masterplan für die Ausstattung mit Luftfiltern zum Beispiel. Das liegt daran, dass die Bildung Ländersache ist. Das heißt, die Bundesländer entscheiden im Prinzip über solche Dinge. Teilweise geht es aber auch noch weiter auf die kommunale Ebene, wie jetzt hier in Augsburg zum Beispiel der Fall war. Und deswegen ist es sehr häufig ein bisschen schleppend vorangegangen. Es gab natürlich auch sehr widersprüchliche Aussagen dazu, ob denn so ein Luftfilter jetzt wirklich wahnsinnig viel hilft, weil es hieß dann sofort, naja, lüften müsst ihr aber trotzdem. Dann haben viele Gemeinden oder Schulen wieder gesagt, nee, dann lass mal das lieber, weil es bringt ja eh nur bedingt was. Ich denke, es ist ein bisschen trotzdem wieder verschlafen worden, denn auch wenn ein Luftfilter kein Allheilmittel ist, es ist doch ein Stück mehr Sicherheit in Kombination mit Tests, in Kombination auch mit anderen Maßnahmen, mit Abstandshaltung, mit Lüften natürlich. Und ich denke, man sollte jedes Mittel, das zur Verfügung steht und jedes Instrument nutzen, um einen möglichst großen Schutz für die Kinder und Jugendlichen herzustellen. Vielleicht als abschließende Frage, du bist selbst Vater, wie blickst du denn so auf die kommenden Wochen? Ja, mit gemischten Gefühlen. Also wir Eltern, die meisten Eltern haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder schon schwierig ist, wenn sie die ganze Zeit zu Hause sind, wenn ihnen dieser soziale Kontakt mit anderen Kindern fehlt. Und meine Kinder sind jetzt noch nicht in der Schule. Das heißt, die sind auch in einem Alter, wo man sie nicht impfen kann und sind damit natürlich auch ein bisschen schutzlos dem Ganzen ausgeliefert. Und deswegen sehen viele Eltern mit gemischten Gefühlen dem entgegen, weil sie nicht wissen, ob wirklich genug getan wurde, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Natürlich haben die Kleinen, die ganz Kleinen, aber auch die Kinder in den Schulen kein besonders hohes Risiko, dass sie schwer an Corona erkranken. Aber es gibt eben auch diese Fälle, dass kleine Kinder einen schweren Verlauf haben oder Langzeitfolgen haben. Und auch wenn das Risiko sehr gering ist, ist es natürlich im Kopf von allen Eltern immer drin, dass natürlich immer gedacht wird, hoffentlich
geht alles gut und hoffentlich passiert da nichts. Und insofern glaube ich, teile ich das Schicksal von sehr vielen Eltern, die gerade sich freuen, dass die Kinder wieder in die Kita dürfen, in die Schule dürfen, dass sie wieder ihr geregeltes Leben halbwegs zurückbekommen. Aber im Hinterkopf ist natürlich immer auch ein bisschen Angst mit dabei. Zu diesem Thema hast du auch einen sehr persönlichen Kommentar geschrieben. Den findet ihr bei uns auf der Seite. Den Link dazu habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und viele weitere Texte zu dem Thema gibt es auch in den Shownotes. Danke, Michael, für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach mehr als 5 Tagen Streik bei der Deutschen Bahn können Reisende im Verlauf des heutigen Tages wieder mit einem weitgehend normal funktionierenden Zugverkehr rechnen. Der Streik der Lokomotivführer sollte seit 2 Uhr nachts beendet sein. Und Ministerpräsident Markus Söder leitet heute eine Sitzung des Ministerrats. Das Kabinett, das per Videoschalte tagt, befasst sich insbesondere mit den Folgen der Corona-Pandemie. Und zum Abschluss heute noch ein kleiner Tipp für alle, die auf Klaviermusik stehen. Haltet die Augen offen, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Denn es stehen insgesamt 8 Klaviere an öffentlichen Plätzen in der Innen- und Altstadt, aber auch in Pfersee und Oberhausen. Und dort dürft ihr einfach spielen. Kostenlos und solange ihr wollt oder auch einfach nur zuhören. Also ich glaube, bei mir will niemand so gerne zuhören, zumindest nicht beim Klavierspielen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr mir beim Nachrichtenwecker heute gern zugehört habt. Falls ja, teilt doch gerne mal diesen Podcast auf Social Media. Ich bin dann auch morgen wieder für euch da. Mir bleibt nur Danke zu sagen an Michael Stifter für das Gespräch und euch natürlich fürs Zuhören. Alle Artikel aus dieser Episode findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite. Die Links dazu gibt's in den Shownotes. Ich bin Manuel André und ich sag Servus, macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen mit freundlicher Unterstützung von Hitradio RT1. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.